Ja, jetzt zum Schluss noch mal ein komplett unakademisches, inkorrektes und ich hoffe heiteres Thema. Einfach noch mal, ich habe mal wieder meinen WTF-Lesezeichen-Ordner in der Brause meiner Wahl geöffnet und habe mal ein bisschen was rausgesucht. Also so zum Start mal wieder ein bisschen was mit Hipstern. Das ist inzwischen schon ein relativ alter Issue. Und zwar, wie wir da sehen, da wird ein NPM... Install gemacht, zweimal. Da wird jeweils noch das Node-Modules-Verzeichnis weggeschmissen. Wir wissen ja alle, das reißt ja ein schwarzes Loch in die eigene Festplatte. Und einmal wird halt die Progressbar abgeschaltet und einmal wird sie eingeschaltet. Und aber wo sind wir hier? Einmal dauert es 19 Sekunden, einmal 33 Sekunden. Okay. Am Ende hängt es, glaube ich, am Ende war es nicht, war es so, dass es nicht unbedingt mit JavaScript zusammenhängt, aber JavaScript. Es hängt vor allem damit zusammen, dass I.O. halt irgendwie total schwierig ist gegen Terminals und so und das frisst einfach Zeit auf. Es gab allerdings ja auch noch einen anderen Bug, dass irgendwie in Atom, glaube ich, wurde das Blinken des Cursors wurde durch JavaScript gemacht, weil Betriebssysteme das ja nicht können und am Ende hat es irgendwie einen kompletten Prozessorkern aufgefressen oder sowas. Also. Hast du noch was in der Richtung zu I.O.? Nee. Sonst kann ich da noch was erzählen. Da gab es mal einen Bug in Matt. Also der Mail-Client. Und jemand hat gemeint, er würde doch gerne mal das Delay, wenn ein neuer Ordner geöffnet wird, dann kommt unten auch so ein Progress-Bar. Und der war irgendwie über SSH immer so langsam. Und stellte sich raus, dass sie halt irgendwie alle eine Millisekunde oder so ein Zeichen halt aktualisieren da unten. Und das dauert dann halt ewig. Und also Moment, weil es lag nicht an sowas wie bei Ersing. Bei Ersing ist es eben so, dass wenn man Progress-Bar einschaltet, er erstmal eine Simulation macht, um zu wissen, wie lange es grob dauern wird. Nee. Das war wirklich, dass er halt zu viele Zeichen schickt, die halt über SSH irgendwie weggebuffert werden müssen. Und dann in der Zeit hängt es halt in dem Write Syscall und kann halt nichts anderes machen. Also die Lösung war dann halt wirklich nur jedes 1% oder so circa einmal zu aktualisieren. Geil. Okay, ansonsten, ich bin ab und zu mal auf Stack Overflow unterwegs und da auf Programming Puzzles und Code Golf. Und da hieß eine Challenge, build a working game of Tetris in Conway's Game of Life. Also das hier sind Gleiter, also ich nehme einfach jetzt mal an, wir kennen alle Conway's Game of Life. Und das ist so ein Gleiter-Producer, ne? Also, da geht es von links nach rechts die ganze Zeit hin und her und dann eiern unten die Gleiter raus. So, was? Tetris? Was? Und dann habe ich halt gelernt, Conway's Game of Life ist Turing vollständig. und das ist halt nochmal die Frage dazu. Und die haben das mit OTCA Metapixeln gemacht. Wofür auch immer OTCA steht. Aber OTCA Metapixel haben viele Vorteile gegenüber der P5760 Unit Life of Cell und vor allem auch der Deep Cell. Das ist ganz wichtig, steht irgendwie da. So, und dann hat das Scheißding einen Traktorstrahl. Dieser Traktorstrahl hat 184 Perioden und diese Metazelle ist 2048 Pixel groß. Und die eigentlich wichtige Information ist, dass sich dieser eine Metapixel wie eine einzelne Zelle im kompletten Spiel verhält. Das heißt, also dieser Metapixel ist quasi eine Zelle im eigentlichen Spiel, ist aber aus den eigentlichen Spielzellen gebaut. So, das heißt, wir haben also ein Pixel im Spiel selber definiert mit den Pixeln des Spiels und können dementsprechend auch sagen, so, du funktionierst aber anders als das, woraus du gebaut bist. Das heißt, wir haben konfigurierbare Überlebensregeln, können also sagen, im Original-Conway-Spiel oder Conway's Game of Life sind die normalen Zellen eine B3S23-Zelle. Das heißt, wenn es drei oder mehr Nachbarn gibt, findet ein Birth statt und ein Stay heißt, die Zelle bleibt jetzt eben am Leben, wenn sie zwei oder drei Nachbarn hat. Ansonsten stirbt sie, ne? Oder beziehungsweise bleibt tot. So, das ist dann also so eine OTCA-Metazelle. Hier mit einer Animation, da wechselt sie von an zu aus, glaube ich. Ja, so, jetzt ist sie aus. Das heißt, also genau, einer der Vorteile gegenüber dieser anderen, diesen P, was auch immer, oder Metazellen, Deepzellen, ist auch, dass man ihren An- und Aus-Zustand ansieht. Also jetzt wechselt sie ja wieder von an zu aus. Also
Es gibt auch was fürs Auge. Okay. Die haben dann gesagt, yo, hold my beer. Wir machen jetzt hier 3 Millionen mal 10 Millionen Zeilen großes Conway's Game of Life zu sechst. Und sagen, was tun, verstehe ich, geil. Da fangen wir doch erstmal an, Hardware zu definieren. Also im Spiel. Es ist auch eine sechsstufige Antwort, also es sind sechs Antworten. Der erste sagt, hier, guck mal, jetzt kommen gleich noch fünf. Und ich versuche die dann später zu verlinken, wenn die Links existieren. Und halt fangen jetzt mal mit einem Overview und dann sagen sie, was sind denn überhaupt Metapixels und was ist überhaupt Warlife? Und dann definieren wir uns mal unsere simulierte Hardware und dann kommt irgendwas, was ich nicht mehr weiß, was es bedeutet. Und dann bauen wir uns natürlich unsere eigene Assembly-Sprache und irgendwann bauen wir auch mal Tetris. Oder ja, Tetris ist halt auch eigentlich egal. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, aber gefühlt so haben die über ein Jahr oder so daran gearbeitet. So, also die haben sich erstmal hingesetzt, haben ihre Hardware, glaube ich, definiert. Also sie haben einen RAM, einen ROM und dazwischen Qs und eine ALU und was auch immer. Ich habe nicht so viel Ahnung von Hardware, aber das ist schon ein schönes Bild. Dann sind sie hin und haben gesagt, wir machen jetzt Warlife. Also Variations of Life. Da können sie nämlich sagen, wir bauen uns eigene Zellen zusammen mit eigenen Überlebensregeln. Und haben dafür natürlich eine Web-UI gebaut. Und haben dann zum Beispiel solche Zellen gebaut. Also eine BS-Zelle, die haben sie oftmals als weiß dargestellt. Sie kann einfach nicht leben. So, also bei egal was passiert, Birth ist immer sozusagen false, Stay auch immer. Also ist das einfach eine tote Zelle, eine permatote quasi. B1S stellen sie als blau dar, das ist quasi ein Leiter. Also wenn auch nur irgendein Nachbar aktiv ist, also Moment, wird sie geboren und sie stirbt danach wieder. Das sind jetzt die Zellen in dem Metaspiel, ne? Genau. Ja. Die sie mit den OTCA-Meta-Zellen bauen. Also mit 2048 mal 2048 großen Gattern oder Rastern, Gatter ist vielleicht ein bisschen falsch in diesem Kontext, bauen sie neue Zellen mit diesen Regeln. Und daraus setzen sie sich dann Computer zusammen. Und deswegen, auch wenn sie in dem untersten Game of Life immer die gleiche Regel für jede Zelle haben, können sie auf der oberen, weiter obenen Ebene bestimmen für jede einzelne Zelle, welche Lebensregeln sie hat. Okay. Genau. Verstehe. So, also der Leiter stirbt immer wieder. Also der war einmal kurz an, geht sofort wieder aus. B2S ist quasi eine Diode. Ich mach mal grün. Was? Ja, und rot ist noch was anderes. Kommen wir mal kurz zu diesem tollen GIF. Da sehen wir nämlich, also was eben gerade weiß war, ist jetzt quasi schwarz. Schwarz ist immer aus. Die blauen hier, die sich hier so schön fortbewegen, das ist halt das Signal quasi. Das Grüne außenrum ist die Isolierung. Die Gelben gehen nur dann an, wenn sie zwei Nachbarn haben. Ich weiß nicht genau, wo sie jetzt hin sind. Aber sie können halt auch eben im Kreis gehen. Ich habe davon keine Ahnung. Das haben ja diese sechs Leute gemacht. Dann können wir hier auch so noch so Abkreuzungen machen. Irgendwie diese Doppelpixel sind, glaube ich, dafür da, dass das Signal nicht wieder zurückwandern kann. Ja, dann können sie, dafür machen sie dann diese Dreieck-Geschichte da. Und das sind Gatter, soweit logische Gatter. Das müsste ein Und sein, glaube ich. Ja, das ist ein Und. Das müsste, glaube ich, ein Oder sein. Und das ist ein XOR, glaube ich. Oder? Ja? Die beiden nicken auf jeden Fall richtig. Habe ich gerade richtig geraten? Die müssen genau zum richtigen Moment ankommen. Ja. Ja, die müssen immer gleichzeitig ankommen, ja. Das heißt, irgendwo haben sie noch eine Glock natürlich. Schätze ich mal. Das ist, was war das? Ich habe mir das aufgeschrieben, glaube ich. Das ist der ROM, genau. Ja. Aus Metapixeln. Also jeder Punkt ist 2048 mal 2048 eigentliche Conway-Zellen groß. Dann haben wir hier die ALU. Irgendwo haben sie da auch noch erklärt, dass sie da auch einen Multiplexer noch irgendwo drin haben. Wie groß ist diese ALU? Also wie viele Bits? Ich weiß, keine Ahnung. Was ist denn das rote, was da steht? Aber, nee, das ist was, das ist der RAM. Das rote weiß ich leider, also nee, ernsthaft, keine Ahnung. Ich habe da drüber gelesen und dann, BTF. Und fand's cool.
So, und da, weil sie natürlich auch irgendwie seriale und parallele Geschichten haben, brauchen sie noch Multiplexer dafür und dann haben sie halt auch irgendwie einen RAM. Und am Ende, ich weiß gar nicht, ja genau, am Ende haben sie halt, ich glaube, im RAM direkt die Bits manipuliert, um dadurch Steuereingaben für Tetris zu haben. Also am Ende haben sie das tatsächlich auch noch Tetris gebaut, haben dann noch irgendwie noch eine SD-Sprache dafür entwickelt, weil sehr langweilig und da irgendwie auf den Bits rumzupoken ist ja auch Mist, also können sie das dann in den ROM dann reinladen und dann eiert das da los. Ja, mehr habe ich dazu leider nicht. Also das ist mega komplex. Ich kann nur wärmstens empfehlen, diesen Stack Overflow-Artikel mal aufzumachen. Man hat eine schöne Stunde zu lesen, viel zu staunen und ja, Menschen haben da anscheinend echt Zeit für. Naja, es ist so ein typisches Reduktionsproblem. Ne? Sobald du irgendwie so eine Hardware hast, die das kann, was reale Hardware auch kann, ja. Genau. Geht's irgendwie weiter. Ja, und vor allem jeder, so eine OTC-Ameter, so ein OTC-Ameter-Pixel, man hatte ja über 200, glaube ich, Zyklen, damit er von an auf aus wechseln kann. Und damit machen die, also jeder Schritt quasi auf der höheren Ebene dauert 200 Schritte auf der niedrigen Ebene. Also ich will ja gar nicht wissen, wie viel, also nee. Ja, und wenn man jetzt ein Lebewesen wäre in diesem Computer, was da simuliert wird, wie sollte man herausfinden, wie die äußere Struktur ist? Genau, ja, richtig. Schöne Analogie. So Fragen. So, dann gibt es dann noch die Best Comments in Source Code. Schritt 1, irgendein Externer baut Code zum Testen von E-Mail-Adressen. Dann schreibt er halt seine Verbindungsdaten in Code, um halt zu testen. Und sein Passwort schreibt er da auch genau noch dazu rein. Dann sagt er irgendwann, ah ja, das ist ja egal, das ist ja nur so für Test. Also kommentiert er den Code aus und damit, also seine Login-Daten kommentiert er aus, checkt das dann ein. Die Kollegen finden das später und sagen, haha, was ist denn hier los? Schreiben ihm dann halt täglich so E-Mails, ach übrigens, ich weiß, was du gestern getan hast quasi oder so. Also schreiben ihm ständig E-Mails von deinem Zukunfts-Du. Und irgendwann merkt er es dann halt auch und ändert sein Passwort. Und dann meint die Kollegen, jo, läuft, packt dann Roffelkopf da drüber. Na, also die haben tatsächlich dann, ja, so stand das anscheinend da drin. Dann der Teil, warum es irgendwann dunkel wird. So stellt sich Northrop den Cyberkrieg vor. Habt ihr bestimmt alle schon irgendwann mal gesehen. Also leveraging Full Spectrum Cyber. Ja. mit Cyberabwehrhunden. Und dem Cyber-Rugby-Spieler in Uniform oder so, Full Spectrum. Du musst den Leuten Analogien geben, die sie verstehen. Ja, ja, hier, ja. So. Also ich verstehe. Läuft, Quarterbacks. Oder so. Und dann noch, werden wir alle beim Cyber-Kick nicht so nützlich sein. Nee, leider nicht. Wir spielen Soccer und nicht Football. Ja, und dann noch so eine kurze persönliche Erfahrung aus dem Projektkontext. Es gibt eine Datenbank, da läuft Code drauf und von einem großen bekannten Hersteller. Es gibt dort ein Package, das kann Datensätze bewegen. Von nach da und das ist, da kann man so sagen, und jetzt bitte mal 50.000 davon oder eben bis 90.000 Datensätze oder wie auch immer. Ich sage, okay, mach mir mal ganz viel davon von A nach B. So können wir mal einen großen Hebel ziehen, ne? So einmal ratam. Dann kriegt halt so ein ORA-Fehler, dann numerischer Wertefehler, dein Character-String-Buffer ist too small. Hä, was? Jetzt, du bist auch dafür gebaut, möglichst viele Datensätze durch die Gegend zu schicken. So, ja, das ist, sehe dann, da gibt es dynamisch generiertes SQL mit einem IN-Statement und das in einer Varchar-2-Variable mit der Länge 32.000, ich glaube, Bytes sind das in dem Fall, nicht Chars, Bytes, reingeschrieben werden. So, haha, wie? In-Statement und 90.000? Was? Scheiße. Die haben ernsthaft das mit einem In-Statement gebaut. Das heißt, also ich sage, schieb mir 90.000 von da nach da. Das Package geht hin und sagt, yo, ich mache mir ein SQL-Statement mit diesem Where-ID in. Und dann kann man ja Komma, 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 da lauter IDs reinschreiben. Und die sagen, yo, wir iterieren jetzt über diese Datenzeilen, die du mir hier gibst. Und pack es hin dran. Pop, 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 pop. Schön über String-Konkatenation. Bei Oracle gibt es, beim großen Datenbankhersteller, dessen Namen jeder weiß,
gibt es auch noch eine Obergrenze für die Anzahl an Elementen in In-Statements. Die liegt irgendwo bei 10, 5.000, irgendwo bei diversen 1.000. Das heißt, das wurde da nicht bedacht und zum anderen kann man ja nicht unendlich lange Queries bzw. Variablen deklarieren. Es gibt halt auch diverse Möglichkeiten, das eben nicht mit einem dynamisch generierten SQL zu machen. Und dann dachte ich mir, ja, schade, da hat jemand nicht mitgedacht oder so, weiß ich nicht. Oder nicht dran gedacht, dass hier da jemand ankommt und plötzlich sagt, so, hey, ist aber ganz, ganz viele bitte. Eindeutig tausende genug für jeden. Genau. Gerade in Datenbank. Läuft, ja. So, damit möchte ich dann noch schließen. Alle Office-Produkte sind kaputt. Ich brauche den halben Abend, um die Funktion Fußzeile zu bearbeiten, weil in der Vorlage Chrissy steht. Und ist das ja mit den Fußzeilen abgeschnitten, ne? Auf der Schlussfolie ist sie nicht drauf. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Stratum nur 16 zu 9 Vorlagen braucht. Hat es. Was? Wo? Oder? Nein. Schon. Aber ich hatte das gleiche Problem damit gemacht, dass ich in der Masterfolie auf Fußnote einfach meinen Namen gemacht habe. Ja, also ich habe es geschafft irgendwann. Also da steht so ein anderer Name.